Hey Freunde, eliminiere einen Gegner mit einer Evo-Chrom-Waffe. Das Ganze ist Teil der Paradiesaufträge Teil 1. Ich empfehle euch, begebt euch dazu einfach zu einem Chromort, denn dort haben wir Chromkisten, in denen Evo-Chrom-Waffen sind. Meistens haben wir die aber auch dort über Bodenloot. Ihr könnt euch auch einfach einen Chromschleim besorgen und den auf eine normale Truhe schmeißen. Dadurch entsteht dann eine Chromtruhe, in der dann auch eine Evo-Chrom-Waffe drinne sein könnte. In meinem Fall begebe ich mich jetzt hier einfach zu irgendeinem Chromort. Dort angekommen, suchen wir uns entweder eine Chromkiste oder halt hier einfach Bodenloot, wie in meinem Fall. Hier haben wir direkt auch gleich daneben einen Schleim. So, sobald wir das Ganze jetzt hier haben, können wir loslaufen, uns einen Gegner suchen. Den müssen wir dann nur kurz eliminieren. Okay, auf dem Wildschwein ist das nicht so gut. So, holen wir uns kurz den Gegner. Sobald wir den dann eliminiert haben, hören wir uns das Ganze einmal kurz an. So, zack. Und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.